Hallo liebe Sternfreundinnen und liebe Sternfreunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video aus der Reihe Astronomie von A bis Z. In diesem Video möchte ich mal etwas über die Rektaszension erzählen. Hier gibt es schon Videos über den Azimut und die Höhe als Koordinatenpaar, mit dem ich die Position von Gestirnen bestimmen kann, dann über den Stundenwinkel und die Deklination. Und jetzt kommen wir eben zur Rektaszension. Wir haben bei den anderen beiden gesehen, die sind zeitabhängig und natürlich auch ortsabhängig, was schwierig ist, wenn ich Positionen wirklich für die ganze Welt eigentlich bezeichnen möchte. Einmal eine Sternkarte bauen möchte oder einen Sternatlas, dann ist das, dass sich die Position ständig verschieben ist, von entscheidendem Nachteil, und deswegen gibt es dann die Rektaszension. Ähnlich oder genauso wie auch beim Stundenwinkel ist die Bezugsebene für die Rektaszension der hier gezeigte Himmelsäquator. Also entlang dieser Ebene des Himmelsäquators messe ich die Rektaszension, und auch genauso wie beim Stundenwinkel messe ich dann die Höhe vom über dem Himmelsäquator eines bestimmten Objektes die Höhe über dem Äquator eines bestimmten Objektes, das ist die Deklination. So, jetzt gibt es eine entscheidende Änderung. Anders als bei einem Stundenwinkel ist jetzt der Startpunkt der Messung entlang des Himmelsäquators nicht der Meridian, also sozusagen hier vom Südpunkt aus hoch, wo der Himmelsäquator den Meridian schneidet. Das ist jetzt nicht mein Startpunkt, sondern der Startpunkt ist, da kommt jetzt hier dieser rote Kreis mit ins Spiel. Das ist nämlich der Schnittpunkt des Himmelsäquators mit der Ekliptik, also diesem roten Kreis. Und da gibt es ja zwei Schnittpunkte. Wir sehen jetzt hier zum Beispiel einen Schnittpunkt. Wenn ich das hier mal so zeige, sieht man das noch. Na, doch, sieht man soweit ganz gut. Das ist der sogenannte Herbstpunkt. Wir wollen aber nicht den Herbstpunkt nehmen, weil ab dem Herbstpunkt wandert das Ganze dann unter den Himmelsäquator, sondern wir nehmen diesen Schnittpunkt hier, den Frühlingspunkt. Also von dem messen wir aus. Das ist hier auch schon mal angedeutet, 0 Grad, 360 Grad, also das kann man in Grad machen, aber wir kennen das als Rektaszension auch ähnlich wie beim Stundenwinkel, dass man die Position im Zeitmaß angibt. Also von 0 bis 24 Stunden. Und jetzt kommt einer der Unterschiede zum Stundenwinkel. Also ich gucke jetzt hier nochmal. Also wenn ich jetzt hier gucke, ich habe jetzt hier den Startpunkt, Frühlingspunkt. Und ich sehe, wenn ich dann das hier drehe, sehe ich, der Frühlingspunkt verändert natürlich seinen Stundenwinkel, da er aber für die Rektaszension mein Startpunkt ist, bleibt er für die ganze Zeit, dem sich hier der Himmel über die Erde dreht oder die Erde unter dem Himmel durchdreht, bleibt die Rektaszension immer gleich. Und auch die Deklination, die ich dann hier messe, bleibt auch gleich. Für den Frühlingspunkt habe ich hier eine Rektaszension von 0. Und auch eine Deklination von 0. Wenn ich jetzt hier irgendeinen Stern habe, der ist hier oberhalb des Himmelsäquators ist, dann ist natürlich die Höhe sozusagen eine andere, also größer als 0, oder südlich des Himmelsäquators dann kleiner als 0, beziehungsweise hier positiv plus gerade. Hier negativ minus gerade. Man sieht das hier auch an dem Kreis, kann man das ganz gut erkennen. So, der große Unterschied zur Zählweise zum Stundenwinkel ist,
dass sich nicht wie beim Stundenwinkel geschehen vom sozusagen vom Schnittpunkt, also vom Frühlingspunkt aus nach Westen positiv zähle, sondern ich zähle vom Frühlingspunkt aus nach Osten positiv. Denn ich mache das, weil die Planeten sich auch entlang hier so bewegen, dass ich dann hier entsprechende Werte habe. Also dann habe ich, wenn ich hier meinen Frühlingspunkt habe und dann habe ich hier sozusagen meinen Sommerpunkt, wo die Sonne im Sommer steht, dann habe ich hier 0 Grad, 90 Grad, dann hier Herbstpunkt 180 Grad und dann hier der Punkt der Wintersonnenwende ist dann 270 Grad und dann geht es hier wieder zurück zu 360 Grad bzw. 0 Grad und das Ganze jetzt, natürlich messe ich das hier entlang des Äquators, nicht entlang der Ekliptik, habe ich gerade falsch gezeigt, aber im Prinzip ist das Gleiche, also nach Osten, dann habe ich dann aber nicht, wie hier zu sehen ist mit dem Stundenwinkel, sondern ich müsste das Ganze dann umdrehen und dann habe ich wieder die Direktaszension und dann geht es von dem Schnittpunkt aus hier entlang dem Himmelsäquator geht es dann nach Osten, dass ich dann sozusagen auch wieder hier eigentlich am Schnittpunkt zur Sommersonnenwende habe ich dann 6 Stunden oder 90 Grad. Dann sozusagen hier hätte ich dann 180 Grad, 270 Grad, beziehungsweise da auch Direktaszension im Zeitmaß angegeben wird, habe ich also 6 Stunden, 12 Stunden, 18 Stunden und wieder 24 Stunden am Ausgangspunkt beziehungsweise 0. Ja, also Direktaszension ist sozusagen ein mitbewegter Winkel, ist der mitbewegte Stundenwinkel, so kann man das sagen, entlang des Himmelsäquators gemessen, allerdings zunehmend nach Osten im Zeitmaß, sodass ich dann die Stundenwinkel 0, 6, 12, 18 und 24 Stunden habe, Stunden, Minuten, Sekunden und das dazu passende die dazu passende Koordinate über dem Äquator ist die Deklination, ähnlich wie wir das auch bei einem festen Stundenwinkel haben. Wir finden die Rektaszension und auch die Deklination bei den sogenannten äquatorial montierten Teleskopen. Denn hier ist die Bezugsebene dieser Montierung der Himmelsäquator und um das richtig verwenden zu müssen, muss ich diese Montierung dann in der einen Achse, in der Drehachse zum Polarstern oder zum Himmelsnordpol ausrichten. Und dann kann ich ebenfalls Direktaszension und die Deklination, die auch bei diesen Montierungen meist angegeben ist, dann auch wunderschön verwenden. Also dann haben wir sozusagen, wo sich das hier dreht, haben wir dann eine Drehachse wird die Rektaszension angegeben und die andere Drehachse, wo ich dann die Höhe über dem Himmelsäquator einstellen kann, da ist die Deklination angegeben. Soweit hier zu dem Begriff der Rektaszension. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Es würde mich freuen, wenn ihr mir ein Like da lasst. Wenn ihr meinen Kanal abonniert, wenn ihr das nicht eh schon gemacht habt, wenn ihr Fragen zu irgendwelchen Themen aus dem Bereich Astronomie, Raumfahrt oder sonstiges habt, dann bitte schreibt die in meine Kommentare. Ich werde mich bemühen, diese Fragen zu beantworten oder auch dann aus diesen Fragen ein neues Video zu machen. Ich freue mich, wenn ihr dann beim nächsten Video auch wieder dabei seid. Bleibt gesund, ich wünsche euch viele klare Nächte, bleibt neugierig, bis zum nächsten Video, euer Oliver Debus.